Okay, einen wunderschönen gut alle Mann zusammen hier heute am Freitag. Ich hoffe, Bild und Ton sind gut. Alle können mich hier an dieser Stelle auch hören. Ich bin heute in Frankfurt am Main, kurz vor der World of Trading hier im Hotel. Ich hoffe, die Internetverbindung ist da auch gut genug, dass das alles von einem der Teilnehmer vielleicht aus Facebook gut sehen können und entsprechend mich auch gut hören. Dann weiß ich nämlich, dass ich hier auch loslegen kann. Auf Facebook bekomme ich gerade keinen nicht, ob wir hier entsprechend all das sehen, was von der Seite her hoffe ich, dass das alles soweit auch passt. Gut, dann würde ich sagen, gib mal ein Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ah, jetzt sehe ich. Langsam los hier in Facebook kommt das rein. Ich hoffe, dass das sich gleich alles ergibt und die Seite in die heutigen Handelsideen entsprechend auch rein. Ich habe für Sie vorbereitet den DAX. Heute schauen wir einfach mal auf den DAX. Dann schauen wir auf das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken und wir schauen in den Chart mal wieder vom US-Dollar, japanischen Yen. Da hat sich auch Interessantes ergeben in den letzten Tagen. Von der Seite her schauen wir in diesen Chart einfach einmal hinein und dann machen wir heute natürlich noch den Blick in die Nachrichten für die kommende Woche, bevor wir die Nachrichten für heute angeschaut haben. Und dann machen wir noch den Check der großen Indizes, damit wir hier wieder alle gemeinsam im Bilde sind, was hier an den Märkten gerade funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das wird man dann entsprechend, ja, sehen, weil wir haben Feiertag in den USA und das merkt man natürlich, da ist der Handel deutlich dünner. Heute ist zwar Handel in den USA, aber entsprechend nur ein halber Tag, da lehnt sich keiner mehr aus dem Fenster. Die machen da drüben schönes verlängertes Wochenende, gehen schön shoppen, heute ist Black Friday. Gut, kommen wir also zu dem, was uns heute hier bewegt. Die Nachrichten im Überblick. Wir hatten hier alles Geschichte um 8 Uhr, das Bruttoinlandsprodukt 9:30 Uhr. Das ist sehr, sehr interessant, was da kommt. Da kommt der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Wir kriegen um 8 Uhr, nein, um 10 Uhr bekommen wir dann auch nochmal weitere Informationen zu diesem Einkaufsmanager-Index rundherum. Also das dann um 10 Uhr und um 15:45 Uhr bekommen wir die US-Bilanz. Das heißt, da gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA. Und heute Abend wieder wie jede Woche Freitag die CFTC-Reports. Das heißt, hier für all diejenigen, die das Ganze im Bereich der Rohstoffe im Trading auch machen oder auch der Indizes, da gibt es die Reports heute Abend wie jede Woche um 21 Uhr und 30 Minuten. So, und damit gehen wir dann auch gleich mal hier in die Charts auf. Du kannst mich hören und sehen, da passt das alles sehr, sehr schön. Das ist super. Ich sehe gerade hier noch ein paar Antworten aus. Okay, ja, die Leitung scheint etwas schlecht zu sein. Ich kann es nicht beeinflussen. Wir haben hier im Upload 10 Mbit momentan. Ich hoffe, der Ton hält hier entsprechend auch mit durch. An der Leitung würde ich sagen, liegt es nicht, aber ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass der Ton halbwegs gut auch bleibt, dass mich jeder auch schön und gut verstehen kann an dieser Stelle. Ich verspreche auch deutlich zu sprechen, dass man auch mich gut hören kann. Gut, also rein in die Charts würde ich sagen. Und zwar starten wir hier mit dem DAX. Leider hatten wir das System hier heute Nacht oder in der Vorbereitung zu dem Ganzen nicht die Einzeichnung in Summe sozusagen gespeichert. Deswegen mache ich das jetzt mit Ihnen einfach mal hier direkt durch, was ich auch in vom das hoch in diesem Bereich hier oben. Kurzen Augenblick, ich färbe das gleich nochmal rot mit ein, damit wir es auch sehen, wo das.
Das war die Marke sozusagen gewesen, wo wir die hoch aktuellen Verlauf in diesem Sinne. Wir haben ja schön diesen Abwärtstrend, diese Marke drunter gelaufen. Hier, hoppala, ich mache es im Tiefbereich, was der Support gewesen ist. Wir haben also aus technischer Sicht diesen Trend sozusagen fortgesetzt. Auch wenn der Und das ist doch relativ interessant zu sehen, dass der Markt gab es dann zwar unter das gab es trotzdem, da hatten wir die Umkehrkerze hier, ich mache Ihnen gleich mal damit hier, diese Kerze ist die Umkehrkerze der Korrektur entstanden. Jetzt will der Markt runter. Wenn er wirklich runtergeht, der Markt, ne, dann schauen wir einfach mal, was liegt denn unten an interessanten Marken. Und da sehen wir nach unten hin liegen sozusagen erst einmal hier die Tagesklappe von 11 der Markt da unten. Ne, hier drüben ist es dem Markt ja gelungen, noch einmal oben zu. Haben wir die Bewegung runter gehabt, dann die Korrektur. Jetzt läuft das Ganze in die Trend. Ich finde, das ist auch schon relativ weit laufen. Wir wissen nicht genau, was kommt. Sehr, sehr schnell. Nämlich, da kommen wir relativ schnell 10.800 Punkten. Und das ist die 100-Punkte-Marke. Da haben wir sozusagen einen Markt, der hier oben rausgelaufen offen ist. Hier hat er eine ganze Weile probiert. Damals war es ein Widerstand. Jetzt mittlerweile, weil wir von oben kommen, ist es ein Support. Ich mache das gleich mal noch grün, damit wir es als Support auch nachhaltig erkennen können. Und das ist eine Anlaufmarke. Da ist es nicht unmöglich, jetzt hier auch relativ zeitnah ranzulaufen, wenn es die Märkte nicht doch noch schaffen, nach oben rumzudrehen. Also diese der hier so sehr, sehr schön nach unten läuft. Sie sehen es aus dieser. Das ist das, wo es guter. Da haben wir noch ein Stück geplant. Für diejenigen, die wie es noch ein Stück nach unten geht. Dieser Bereich, wo wir hier auch diese Bereiche schon gehabt haben. Was haben wir hier unten? 10,2 oder so in diesem Bereich. Müssen wir mal schauen. Ich vergleiche mal ein Preiszeichen für Sie rein. Den meine ich, was haben wir hier? 10,1, 10,2, irgendwo in diesem Bereich hier. Da ist der nächste an. Hier haben wir Wochentiefs. Markt an sich hier, schaut, da haben wir Wochentief. Da haben wir die Marke von knapp 10.400 Punkten. Also wir haben nach unten hin entsprechend auch das Potenzial haben kann, dass wir uns in diesen Richtung entsprechend mit nach unten begeben. Also das im Markt zum DAX und damit würde ich sagen, gehen wir gleich auch in den nächsten Markt hinein und können uns das Ganze dann natürlich auch gut und gerne entsprechend mit. Der nächste Markt ist dann entsprechend Chart US-Dollar, Schweizer Franken.
Wie geht die Schweizer Franken im Tageschart weiter? Ich blink's gleich mal mit ein. So, wir haben jetzt hier den Tageschart vom kleinen Augenblick. Ich suche sofort raus. US-Dollar, Schweizer Franken haben wir hier oben an dieser Stelle. Da geht es in den Markt sozusagen mit hinein. Hier an dieser Stelle, sobald der Chart auch da ist, scheint die Internetleitung. So, Verbindung ist da, wird auch als stabil angezeigt, aber ich sehe, wir sehen hier gerade Daten an dieser Stelle. Ich kriege gerade keine Daten rein. Ach, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Jetzt kommt's, da ist wieder der DAX, in der den wollen wir nicht, na, so nicht. Jetzt haben wir den Chart wieder an dieser Stelle da. Hier sehen wir US-Dollar, Schweizer Franken. Auch hier gut, jetzt fehlt jetzt in dem Moment wieder die Einzeichnung gestern. Aber das ist kein großes, tragisches Ding, weil das ist ja immer das, was wir gestern gesehen haben. Und das, was hier für mich momentan interessant ist, das, was den Chart auch gerade ausbildet. Das heißt, ich zeichne Ihnen nochmal ein, über welchen Trend ich hier im Vorfeld gesprochen hatte. Und zwar ist das dieser Aufwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle auch sehen. So, da hätten wir hier sind gelaufen nach oben. Dann hat sich hier entsprechend mit dieser Bewegung dieser Trend gebildet. Dann wieder schön korrigiert. Das ist. Sehen, wie schön die Technik im Trend hier auch entsprechend funktioniert hat, beziehungsweise auch weiterhin noch funktioniert. Und dann hatten wir die Situation, da sind wir hier unter dieses Tief unten drunter gelaufen. Das heißt, der Trend wurde hier mit Unterschreitung dieser Marke, dieses Tages Tief an dieser Stelle gewesen. Da sind wir entsprechend unten drunter gelaufen und haben dann jetzt diese geschritten und haben mit den ersten Schub nach unten gehabt. Ich mache das mal ganz kurz in einer anderen Markierungsfarbe. Das war sozusagen die Trend Interessantes. Und zwar das Interessante, was wir aus meiner Sicht jetzt hier sehen, ist dieses Korrekturmuster, was sich hier an dieser Stelle bildet. Das ist ein Dreieck, was sich hier mittlerweile so Stück für Stück auch abbildet. Und dieses Dreieck an sich, innerhalb dieser Verortung, ist schon ein Stück weit ein bärisches Korrekturmuster an diesem Markt. Und da kommt es jetzt wieder darauf an, wie sich der Markt entscheidet. Im Normalfall wird das entsprechend nach so einer starken Abwärtsbewegung, wenn man es als bärisch auflöst, geht der Markt hier runter, definitiv runter. Anlaufpunkte, die wir dann auf der Unterseite haben, ist auf alle Fälle erst einmal hier unten dieser Bereich um dieses Korrekturtief, was wir hier in diesem Aufwärtstrend hatten. Damit ist schon mal zu rechnen, dass das einen Support geben kann. Auf dem Weg dorthin nach unten hin haben wir halt die Tagestiefs. Erst einmal hier natürlich das Bewegungstief, was wir da haben. Das liegt um die was haben wir? Ich muss mal kurz genau hingucken. 0,99 Tagestiefs liegen. Und die Tagestiefs sind natürlich auch immer interessante Anlaufpunkte nach unten hin. Und da haben wir das nächste hier in diesem Bereich. Das haben wir dann bei 0,98 965 und etwas weiter unten haben wir dann hier kurz vor Erreichen dieses Tiefbereiches noch das Tagestief und das liegt bei hier drüben haben wir es an dieser Stelle bei guten 0,99 089. Das ist mal das, was wir hier drüben in diesem Markt mit drinnen haben und hier an dieser Stelle natürlich der Support gegeben werden kann. Ich beschrifte den Support auch direkt mal noch, damit wir diese Marke hier im Blick haben. Nach oben hin ist natürlich auch interessant, wenn der Markt nach rausschiebt, dann sehen wir hier oben hin natürlich auch von 0,99570 und darüber hinaus finden wir noch weitere Tageshochs, die ich gerne mal markiere. Die sind allerdings ein Stück weiter weg, aber bei der hohen Volatilität ist das quasi Schwäche anzeigt. Das heißt, es kommt einfach kein Kaufdruck auf nach so einem starken Schub nach unten und das ist eher ein Zeichen von Schwäche und das bringt den Markt da dazu zu sagen, okay, es könnte doch eher unten tendieren als nach oben, wenn so eine Range hier entsprechend auch ausgestoppt wird. Und da muss dann natürlich, wenn es nach oben geht, auch wieder ordentlich Spannung dahinter kommt. Da muss, wie ich immer so schön sage, Schmackes drin sein. Wie schon gesagt, haben wir was dann über diesen Dreieck 100 76 in etwa. Und dann haben wir hier oben noch die 1,09.
1,00870, bevor wir dann ganz oben ranlaufen. Aber wie schon gesagt, Pink ist noch lange nicht in trockenen Termin. Seidels Meinung sieht dieses Muster als das aus, was es ist, ein bärisches Korrekturmuster, was dann in der Regel eher nach unten aufgelöst wird. Von der Seite her das Potenzial. Dünner Handel, hatte ich ja gesagt, ist hier momentan, ja, ich würde jetzt mal nicht mit hoher Dynamik rechnen, aber wir müssen es als Händler natürlich auf der Uhr haben, weil wenn der Ausbruch kommt, dann sollte man natürlich auch mit dabei sein. Wie schon gesagt, hier ist ja für alle was dabei im kurzfristigen Bereich, hier die Tagestiefs, die hier liegen und entsprechend nach unten hin dann etwas weiter noch die unteren Tagestiefs bzw. der Support oben hin das gleiche mit genügend Entfernung zum entsprechenden Traden, wenn die Setups dazu natürlich hier auch passen. Ein Blick in die Stunde hier an dieser Stelle, der zeigt uns, wir sehen es hier, das kann nur eine Seitwärtsbewegung sein und das ist das, was wir auch in der Stunde sehen hier. Das ist Ting an dieser Stelle jetzt so, wie wir es hier im Chart sehen. Ne? Hier sehen Sie so leicht nach unten, leicht nach oben. Ein Dreieck halt, was sich nach einer solchen Phase hier entsprechend auch mit ergeben kann, beziehungsweise entsprechend auch ergibt. So, wie geht es jetzt weiter? Wir schauen in den nächsten Chart hinein und zwar der nächste Chart ist der US-Dollar, japanische Yen, hier auch an dieser Stelle sehr, sehr gern wieder im Tageschart mit drinnen. Ich mache die Marktübersicht gleich mal noch mit auf. So, und US-Dollar, japanische Yen haben wir auch gleich direkt hier oben drinnen liegen und damit sehen wir hier natürlich auch sehr schön wieder. Und wer den Blog gelesen hat, vor nicht allzu langer Zeit, vor, ja, es ist noch wirklich nicht lang her, hatten wir hier noch schön dieses Korrektur. Muster dieser ansteigenden Flagge, auch das mache ich natürlich jetzt für Sie mal entsprechend in den Markt mit hineinschauen. Und wir hatten hier entsprechend die starke Bewegung nach unten, die diesen Aufwärtstrend hier unten in diesem Bereich einen Support liegen. Der Support, den wir hier haben, der liegt hier unten im Bereich, bitte da auch wieder nicht genau auf den Cent festnageln, aber hier ungefähr in diesem Bereich 106, 107. Gut, hier gab es noch diesen Spike mit nach unten, also 111, 600, 11, 7 in diesem Dreh, diesen Spike mal noch mit unten gesehen. Das hier ist der Bereich, wo Support entsprechend kam, wo es auch schön nach oben lief. Und hier haben wir mal den letzten Trend, den letzten Schubtrend mit nach, was hier gebildet hat. Das war das interessante Korrekturmuster hier an dieser Stelle. Schaut mal hier an dieser, upsala, das wollte ich soweit gar nicht haben. Kurzen Augenblick hier unten drunter, da können wir sehen, oben zeigen, so eine bärische Flagge. Und das ist jetzt richtig cool, was wir hier sehen. Da sehen wir mal live dabei, da sehen Sie auch mal live, wie sowas ausschaut. Das hier, was wir jetzt hier haben, das ist definitiv ein Ausbruch aus dem entsprechenden Korrekturmuster nach unten. Was steht an Potenzial auf alle Fälle? Natürlich, wenn wir nach unten schauen, wir haben nach unten hin liegen hier das Tief, was wir hier haben, dieses Korrektur, dieses oben hin. Wenn der Markt doch wieder nach oben drehen wird, dann Tageschart hier auf den Hochs auch entsprechend nach oben. Nur momentan, Sie sehen es ja selber, spielt der Markt eher so die Erscheinung nach unten hin. Und das ist das Bild, was sich hier ergibt, wenn sich das Ganze dann nach unten hin fortsetzt. Die Anlaufpunkte hier auch, Sie sehen es auch, ich habe es im Blog-Eintrag, hier das Tagestief, was wir hier unten haben. Hoppala, jetzt wollte ich es hier an der Stelle nicht richtig an dem Punkt halten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Hier haben wir das Tagestief bei 112,6. 4,3 und dann entsprechend noch ein Stückchen tiefer dieses Bewegungstief hier unten. Tieferer Anlaufpunkt mit etwas höherer Relevanz an dieser Stelle. Und dieses Tagestief, das liegt hier unten bei ungefähr, was haben wir liegen? 112, 300 in etwa hier unten in diesem markanten Bereich hier. Das ist der Bereich, wo das Tief ist. Das wären erst einmal die Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Dann natürlich hier wirklich nach unten das Ganze Stück für Stück sich das fortsetzt. Und was dann natürlich wichtig ist, dass unter diese 112, knapp 3 läuft, dann haben wir hier untergeordnet gebildet wieder einen Abwärtstrend. Ne? Das ist jetzt zwar noch Zukunftszug nach unten und wenn er das Ganze hier nach unten rausschiebt, dann haben wir entsprechend einen Abwärtstrend und die kann dann selbstverständlich hier als nächstes diesen Chart auch noch mit anlaufen. Das Ganze schauen wir jetzt auch noch mal in der Stunde entsprechend an. Das heißt, hier haben wir mal die Stunde und da sehen wir auch sehr, sehr schön hier
an dieser Stelle. Ich muss das mal kurz etwas kleiner zoomen hier. Hier haben wir den Schub nach oben. Sehr, sehr schön. Dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, wo man die Schwünge sehr, sehr schön hoch sieht. Technisch nochmal drüber gegangen, neues Hoch gemacht. Das heißt, hier unten war das aktuelle Korrekturtief und damals war es der Supportbereich. Und jetzt sind wir hier mitten in den Abwärtstrend, der sich hier so schön nach unten schwingt. Also jetzt hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir hier schön Schwung, Schwung nach unten. Da sehen wir, dass dieser Trendbruch durch einen laufenden Abwärtstrend zustande gekommen ist und das Ganze sich hier nach unten fortsetzen kann. Das heißt, wenn dieser Trend sich hier nach unten fortsetzt, jetzt geht es so ein bisschen in die Korrektur leicht auch rein, dann ist das ein Zeichen vom Markt, dass wir hier eher auf die Seite entsprechend den Markt auch über die Unterseite anfassen kann. Das heißt, Ausbruch haben wir hier gehabt, schiebt nach unten weitergehen. Das also zum Währungsmarkt US-Dollar, japanischer Yen. Prozedere weiter. Das heißt, nachdem wir ja die Tagesnachrichten für den heutigen Tag uns angeschaut haben, schauen wir einfach mal auf die Termine für die kommende Woche. Das Ganze fängt jetzt hier an schon mit dem Sonntag. Der Sonntag ist ein wichtiger Tag. Da kannst du zum Wochenauftakt mit, sag ich mal, belasten kann, ich will jetzt nicht sagen belästigen, aber doch belasten, auch positiv und man kann selbstverständlich, aus diesem Grund steht der EU-Gipfel hier mit auf der Agenda für die nächste Woche. Was gibt es weiter? Am Montag bekommen wir dann aus Deutschland hier den IFO-Geschäftsklimaindex. Sie sehen hier die Prognose doch über 100, wieder bei 102,3. Im Vormonat hatten wir die 102,8. Um 15 Uhr, da spricht Herr Draghi und Herr Draghi wird auch viel sagen können und kann mit seinen Sachen, die er macht, halt auch eventuell die Märkte bewegen, gerade den Euro in diesem Bereich. Mal schauen, was dort passiert. Am Dienstag bekommen wir aus dem das Conference Board Verbrauchervertrauen. Hier der Wert leicht rückgängig, Prognose etwas tiefer als das, was wir vorher hatten. Mal schauen, was der Markt hier macht. Das Verbrauchervertrauen ist ja gerade für den Markt in den USA, der sehr, sehr stark durch die Konsumenten gestützt ist, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Was gibt es am Mittwoch? Am Mittwoch sehen wir dann entsprechend das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Wir werden ins Bild gesetzt über die Verkäufe neuer Häuser im Oktober. Es gibt um 16:30 Uhr dann nächste Woche Mittwoch die Rohöllagerbestände und um 18 Uhr eine Rede vom Herrn Powell als FOMC-Mitglied. Powell kennen wir ja als Chef der US-amerikanischen Notenbank. Am Donnerstag geht es dann weiter. Gibt es aus Deutschland am frühen Vormittag die Änderung der Arbeitslosigkeit für den Monat November und wir bekommen dann am Nachmittag oder in Richtung Abend dann entsprechend das Thema schwebende Hausverkäufe für den Monat Oktober und das FOMC-Sitzungsprotokoll wird nächste Woche Donnerstag auch veröffentlicht und am Freitag bekommen wir um 11 Uhr die Verbraucherpreisindex oder den Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Hier ist der Vormonat bei 2,2% als Zuwachs gewesen. Man rechnet mit einem leichten Rückgang. Vielleicht hat ja der Ölpreis doch die ein oder andere Auswirkung auf diesen Korb, auch wenn wir den hier bei uns in Deutschland nicht sehen. Spritpreise sind trotzdem noch unverändert hoch, beziehungsweise steigen weiter an, obwohl die Ölpreise doch deutlich sinken. Aber naja, es scheint wenig Wasser zu geben. Dann fehlt eine Raffinerie. Da gibt es schon eine Menge Gründe, wo die Ölgesellschaften sagen können: Mensch, da haben wir ja doch momentan eine Verknappung. Also können wir das mal auf der Preisseite nach oben an unsere Kunden weitergeben. So what? Das ist halt Marktwirtschaft. Da können wir uns nicht gegen wehren. Es sei denn, wir gehen nicht tanken. Ist ja auch kein Problem. Nehmen wir mal das Rad, fahren alle mit dem Rad auf Arbeit. Mal gucken, was die Ölmultis dazu sagen. Aber gut, das war vielleicht nur eine kleine Idee, wo sich der ein oder andere sagt, was er erzählt denn der mit dem Rad auf Arbeit, das geht doch gar nicht. Gut, also machen wir hier weiter mit den Indizes im Chart. Ich hoffe, technisch auch weiterhin funktionieren wird, dass wir hier auch weiter die Kursdaten entsprechend bekommen. Wir gehen jetzt wieder in den Tageschart hinein. Den DAX haben wir ja schon durchgesprochen. Das heißt, von der Seite her würde ich sagen, auch auf Grund der fortgeschrittenen Zeit, dass ich hier in Kürze auch rübergehe zur World of Trading Messe. Hier direkt einmal in den US-Markt noch rein und schauen uns mal an, was hier bis Mittwoch zumindest, als die Händler noch da gewesen sind, beim S&P 500 auch passiert.
hier in den US-Markt rein. Hier haben wir, hoppala, ich wollte den S&P 500, aber den Dow, ja, mein, warum nicht? Dann können wir uns auch anschauen. Das Bild ist nicht großartig anders, nur die Zahlen sind etwas anders wie im S&P 500. Das heißt, das Verhalten der Händler war hier definitiv auch da. Und wir sehen hier momentan ein sehr, sehr, ja, was soll ich sagen, interessantes Bild. Wir hatten hier drüben den Markt, wo wir hier den Abwärtstrend gehabt haben und dieser Abwärtstrend wurde entsprechend hier gebrochen. Das heißt, wir sehen es hier in diesem Bereich. Hier war ja das Hoch entsprechend gewesen von diesem Abwärtstrend. Da ist der Lauf aber brutal wieder eingebrochen, unten drunter gegangen. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was der Markt hier macht. Da erzähle ich heute auf der Messe auch noch ein bisschen was. Supportbereich, den wir hier haben, das ist hier von Mitte Juli gedreht. Jetzt wird es halt wirklich interessant, was hier nächste Woche passiert. Die Händler, wenn die wieder zurückkommen an den Desk, schiebt es den Markt nach unten oder dreht er wirklich sehr, sehr stark nach oben. Das wird sich dann nächste Woche zeigen, wenn die Big Boys aus dem US-Markt wieder direkt runtergegangen ist. Hier sehen wir ja untergeordnet auch die Abbildung. Wie schon gesagt, jetzt kommt es hier drauf an, gibt es einen Rebound oder nicht. Die Chance für einen Rebound ist da, weil auch diese letzte Bewegung hier doch weit gelaufen ist nach diesem starken Schub. Das Hin und Her ist einfach, gibt es hier einen Rebound, haben wir die Chance, die genial wird, schiebt man halt hier drüber, über diese Marke hier in diesem Bereich. Warten Sie, so, das ist aber alles nur, also nichts davon muss passieren. Das ist eine reine klassische Szenarioplanung. Wenn man sagt, wir hatten hier schon den Trendbruch, US-Wirtschaft läuft weiterhin gut, obwohl wir von Unternehmensseiten her teilweise auch gewisse andere Dinge hören, was das Thema Gewinnwachstum auch angeht. Heißt, wenn der Markt weiterläuft, hier, Bereich hier oben drüber, hätten wir wieder einen Aufwärtstrend. Das wäre dann das Szenario, dass es nach oben laufen könnte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bei diesem starken Druck, den wir haben, kann es genauso gut passieren, dass sich das einfach nach unten fortsetzt. Dass sich hier nach diesem starken Schub einfach ein bisschen seitwärts bewegen sieht und wir nächste Woche und das drunterlaufen dieser Kerze, wo die blaue Linie anfängt, das Loch ist natürlich interessant, wenn wir hier mal in den Wochenchart reinschauen, wo wir hier entsprechend auch hingehen können. Das heißt, dann haben wir als nächste Anlaufpunkte auf der Unterseite mal hier diese Bereiche hier, die wir hier in den Marken liegen haben. Ich mache das mal ganz kurz als grüne Linien auch mit in den Chart hinein, dass wir das etwas besser sehen können. Das heißt, hier Anlaufpunkte wären dann hier die, was haben wir, 23.500 Punkte Marke in diesem Bereich. Dann haben wir hier noch in Wochen die Marke von ja, knapp 23.300. Da haben wir auch noch Punkte nach unten hin. Und wenn wir da nachhaltig unten drunter durchbrechen, ja, dann sieht das Ganze schon böse aus. Dann ist halt alles, was an oben vielleicht die Trendaufnahme in diese Richtung wieder mit Markt da sein könnte, das ist dann weg. Das ist Geschichte. Das sehen wir nicht mehr von der Seite her. Lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Es bleibt da auf alle Fälle sehr, sehr. Mal der Blick zum US-Markt hier im Dow. Dann schauen wir uns mal ganz kurz noch den Technodex an. Da haben wir hier gleich auch mal den Wochenchart mit auf der Uhr. Und dieses Bild und sozusagen all das, was wir hier auch brauchen. Hallo, hier ist jetzt was Falsches drin. Kurzen Augenblick, ich muss mal die Symbolsignale vom Dow drin haben, sondern vom US-Technologie-Index. Und hier sehen wir genau das gleiche. Mit Blick auf diesen Wochenchart auch noch alles in Ordnung. Ne? Das ist die Bewegung. Hier hatten wir das Korrekturtief, dieses Trend. Das heißt, hier unten dieser Bereich ist weiterhin intakt. Deswegen ist auch noch die Möglichkeit einer Umkehr gegeben, tatsächlich auch gegeben, dass der Markt vor diesem Punkt rumdreht und einfach nur aus einer tiefen Korrektur heraus die Richtung nach oben mit ansteht. Also in diesem Bereich hier oben rein, da haben wir dann auch ein paar Wochenhochs zum Anlaufen. Also nach oben hin haben wir tatsächlich Potenziale da. Wichtig ist halt, was macht der Markt nach unten? Wie geht er nächste Woche rein? Hier unten haben wir dann, wie schon gesagt, um die Marke von, wir schauen gleich mal, 6,2 in etwa. Wir gucken mal, wo es ist, kleinen Augenblick. Preisleben rein hier unten in diesem Bereich 6,3, 6,2, in diesem Bereich hier unten, wo dieses Tief dieser Kerze ist, dieses Tief, dieses Wochentief war bei 6.092, also ungefähr die Marke 6.300 Punkten. Das ist wichtig, wenn der Markt dort durchbricht, dann hier auch, ja, ciao, ciao, dann haben wir noch
bisschen deutlich mehr Downside-Potenzial, als wir das nach oben haben, aber ich will einfach nur erst einmal abwarten, was hier an dieser Stelle in den Märkten passiert. Damit fertig mit der Marktbesprechung. Ich sehe gerade hier im Facebook und auch auf der Ton ist so gewesen, dass Sie gut zuschauen konnten. Nächste Woche Montag gibt es ganz normal wieder das Webinar um 8.30 Uhr hier an dieser Stelle. Vorher natürlich den Blog-Eintrag. Ich wünsche an dieser Stelle an allen einen schönen, ja, Start ins Wochenende. Genießen Sie die Freizeit am Wochenende und wir hören uns dann am Montag erneut mit den entsprechenden Handelsideen. Ganz lieben Dank für Ihre, ja, Zeit hier und bis nächste Woche. Und ich auf der Trading jetzt gleich sehe. Ich freue mich schon. Bis später, dann machen Sie es gut hier. Mike Seil. Tschüss. Internet da, nothing. Schade. Sehr schade.